Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Und ja, wir haben auch noch keine Ahnung. Was ich aber nicht probiert habe, ist einfach mal auf den Spiegel zu klicken, aber ich glaube, es ist so einfach. Nein? Nicht? Den Netter. Aber. Nee. Hä? Ach, komm! Nee, Moment. Ja. Wie? Hä? Ja, ja. Ja, nein, ja, nein, ja. Was hat das Spiegelbild? Hallo? Aua. Ja, 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 ja. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Was zum? Komm hier! War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus? Sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Okay, das war recht interessant. Oppenbot abwimmeln und dann zurück zu Dirk. Operation durchführen und mit Go nach Elysium. Klingt einfacher als es ist. Ich glaube, das war die. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Ich gebe einfach mal die erste Tasche. Da müsste jetzt eigentlich Boses Unterwäsche drin sein. Glaube ich zumindest. Glaube ich. Hier! Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen, Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Unterwäsche. Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ach, das wäre auch zu einfach und zu schön gewesen. Okay, Tasche noch einmal umtauschen und dann zurück zu Doc. Ihr kennt, ich normalerweise mache ich eigentlich keine Hinweise, aber da ich davon ausgehe, dass wir schon ziemlich viel weitergekommen sind, riskieren wir nochmal einen klitzekleinen Blick. Nur ganz kurz. Okay. Cletus ins Restaurant locken. Haben wir gemacht. Oppenbord-Repetition haben wir gemacht. Menüplan haben wir geholt. Cletus haben wir gemacht. Mittag haben wir auch gemacht. Hinweis. Den Drittelschrauber besorgen haben wir gemacht.
Alter Schwede. Klites zweites Kostüm aus der Fascherei haben wir gemacht. Reliquie 6 Insignien besorgen haben wir gemacht. Insignien gleich Wäschestücke. Ja, na gut, das war ja eigentlich ja offensichtlich. Wäschesekte austricksen, Kostüm aus der Maschine holen. Hütte des Seers besorgen, Seher zum Duschen bringen, gute Klauen haben wir gemacht. Seher aus der Dusche holen, Seher noch einmal zum Duschen bringen. Haben wir alle schon, wie ich gesagt habe, die Tipps sind doch vollkommen für den Pro. Haben wir alles schon gemacht. Aus Cleas verkleiden, Schlüssel von der Rezeption holen. Und somit sind wir, ja, zurück zu dem, was wir alles schon gemacht haben. Also wirklich dädelig, ja. Also diese Hinweise, die könnt ihr euch nur echt sparen. Das haben wir doch alles schon gemacht. Das war so einfach gewesen. Hust. Okay. Da aber die Klimaanlage so langsam auf den Sack geht. Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Das stimmt. So, raus. Okay, also nochmal zurück zur Rezeption. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Was? Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Nicht nur du, Oppenbot. Huch, na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Switch. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Und das können wir sehr gut. Gucken wir mal. Ah! Es tut mir leid, ich habe schon wieder... Ah, das ist wirklich schlimm. Okay, jetzt habe ich das da oben verpasst. Gucken wir mal kurz ins Questlog. Tasche noch einmal umgetauscht. Jupp. Ich gucke aber lieber aber nochmal, ob es die richtige Tasche ist. Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-Di-Wupp. Mammutfell-Relais. Ich werde es mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Jupp. Plasma-Wuppel-Di-Wupp. Mammutfell-Irgendwas-Relais. Egal. Gut. Ich glaube. Nein, danke. Da bringen mich die 10 Pferde der 10 apokalyptischen Reiter nicht mehr rein. Gut. Vielleicht ist er der Seher noch am dingsten. Okay. Gut. Zu den Zimmern. Nur bevor wir in Docks. Ich will noch mal ganz kurz was gucken. Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Hat es ja nicht gerade... Da krieg ich mir ja schon paar vom Zugucken. Hier ist ein Dahinter zischt, ich schätze. Okay, jetzt hat man alles schon. Das ist super pattig. Eklig. Der Seher duscht noch. Kurz. Die Ankunft des Zerstörers ist nah.
Huga, Huga, Schalali, die Ankunft des Zerstörers ist Carona. Huga, Huga, Schalali, Huga, Huga, Schalala. Ohrwurm-Charakter, definitiv Ohrwurm-Charakter. Okay. Mal ganz kurz gucken, ist das Spannbettlaken wieder? Ah ne, wir haben das Laken wieder geklaut. Nee, ich glaube, ja, können wir nicht großartig weitermachen. Okay, dann wird es jetzt Zeit für die Operation. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Auf geht's. Hey Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das... Esther, ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh, so? Naja. Wir dachten. Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Vorwärts, Abadali! Oh. Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Wie doll er da rum. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier. Pulsader-Ragu! Wow, Pulsader-Ragu. Hey, halt! Stehen geblieben! Wir müssen Cletus loswerden. Ja, das sollten wir. Bisschen Arbeit. Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Okay, wenn beide in den Schrank gehen, dann ist das... Cool. Was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück. Ja. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Och nein. Okay, versprochen, bei diesem Minispiel lädt es mir die Anleitung vor. Was für ein Durcheinander. 5 Türen, 2 Treppen und 5 Leute, die sich gegenseitig über den Flur jagen. Wie kann Rufus und diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donner auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere für eine Tür entscheiden, kann er das Chaos beherrschen. Ja, und wir sind Meister des Chaos. Okay, wir haben den Schrank, sehr dunkles Zimmer, Cletus Zimmer, Docs Zimmer und den Pastetenautomaten. Wo ist ein Klappgelöt meint der Herr? Stopp! Okay. Let's go. Let's go. Cletus! Bleib stehen! Okay, jetzt bin ich da rausgekommen. Gehen wir einfach mal zum Pasteto Automato. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht bringt sie jetzt was. Haha, nein. Ab in Cletus Zimmer. Das war Donnergoal.
Go, Donner. Donner. Ich hab den Überblick verloren. Achten Sie! Okay. Dann gehe ich einfach mal in den Schrank. Donner and ja, Goal! Das ist alles so verwirrend. Oh, da ist Kletus. Goal! Warte! Geh ich mal in Docks Zimmer. Da ist Donner. Wenn ich jetzt hier reingehe, müsste ich eigentlich Donner über den Weg laufen. Also gehe ich lieber in den Schrank. Da kommt Argus. Ich möchte jetzt ein paar Sachen wiederholen. Dann gehen wir mal in das Zimmer des Seers. Wir müssen Kletus loswerden. Bisschen Arbeit. Okay. Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp. Ich... Hilfe. Hey, warte. Komm hat er mir doch tatsächlich... Zurück, du Memme. Ordentlich mit Schmackes an der Wange gelangt. Okay. Vielleicht, wenn ich jetzt in so eine Seers gehe. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gern. Oh, ach, wie gut das, Hast du Kletus schon ausgeschaltet? Bin dabei. Ich mach mal ein Kletus Zimmer. Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchel den Heuchler! Hiya! Aber meine Dame! Das scheint dir wohl zu gefallen. Oder so. Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Planbesprechung. Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Dame auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Kletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Danke für die Blumen. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus, so will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Kletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt, wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an, ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an, ich bin Bozo. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich
doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Na, schlafen. Oh yeah. Schlafen. Zensiert mit XXX und man sieht zwei Beine in der Luft. Okay. Huch. Oh, diese beiden Bildschirme. Okay, ich versuche immer, was zu deichseln. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.